So, wieder da. Hat sich irgendwie aufgehängt. Keine Ahnung warum. Nicht lang das noch für ein Quali, hey. Sonst ärgere ich mich wieder. Noch 1 Minute 50. Scheiße. Ja, nun, was soll's? Shit. All right, guys, we got a lot of people in our pit box, so just double check all your equipment, look at everything, make sure all the wheel covers are on the wheels, don't want to lose any lug nuts or anything like that. Christine, let's just make sure everybody's aware as we start getting into pit stops and whatnot, we need people to back out a little bit so these guys can do their jobs. Right side on the restart. Pit road is closed.
Alright, we need to be behind the 4. We're gonna restart behind the 1. Line up behind the 21. They could be lining up behind the 6. Lining up behind the 16. Alright, we need to be behind the 14. We need to be lining up behind the 22. I think we should be behind the 22. Maybe lining up behind the 22. I bet you'd be behind the 22. Line up behind the 22. Lining up behind the 22. I think we should be behind the 22. Get behind the 22. Tobias, bleib ganz ruhig. We're gonna restart behind the 22. Alright, Earl. Let's do it. Right on. Eight cars down, be ready. Green flag. Alright, goal for the day. Keep that car in one piece from here on out. They're working on some stuff in the garage. They're gonna pick you up. Ihr seid doch die Idioten, die größten Idioten, ehrlich. Wolle Racing. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, ey, ehrlich. Da lasst du dir noch Zeit, weißt du? Und dann hauen sie dich weg.
Wolle Racing schreibt. Ja. Idioten. Ja, das kannst du laut sagen. Mal gucken, wie viele Minuten Reparaturarbeiten anstehen. Ja gut, es geht ja noch. 11 Minuten ist gut.
ärgerlich, ehrlich du. So wie ihr so zwei, drei Idioten. Ach, geht's ja gleich los, hey, noch 4 Minuten. Vielleicht muss ich nicht mehr in die Box, das wäre auch noch gut. Ex-Die-Milchkuh schreibt: Moin, bei mir dreht er immer in den Begrenzer, wenn ich den Fuß nicht vom Gas nehme beim Schalten. Woran liegt das? Hallo erstmal, solltest du vielleicht mal deine Pedale nochmal kalibrieren? Was für Pedalen hast denn du? Ex-Die-Milchkuh schreibt: Habe ich schon gemacht. Ex-Die-Milchkuh schreibt: Von logistisch die vom G920. Okay. Ex-Die-Milchkuh schreibt: Logitech. Ich würde an deiner, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber ich würde an deiner Stelle nochmal
die Pedal und das Hoch- und Runterschalten, die Wippen nochmal neu kalibrieren. Vielleicht hat es irgendwie Konflikt, keine Ahnung. Aber ich werde es nochmal neu alles kalibrieren. Ob das vielleicht einen Konflikt irgendwo geben würde, ich weiß es nicht. Aber so auf Anhieb wüsste ich jetzt auch nicht. Wie lange hast du dein Lenkrad und Pedal? Ex die Milchkuh schreibt. Gerne. Okay, danke. Ex die Milchkuh schreibt. Super, freut schau mich freuen. Später noch. Ich würde mich freuen, wenn du einen Follow da hast. Ich will dich nicht zwingen. Das wird mich freuen. Danke nochmal. Dann bis später. Super, super, danke dir. Danke dir. Ex die Milchkuh schreibt gerne doch. Jetzt aber mal aufholen, was geht. Thank you.
right side. Clear. Minutes 1.58. Left side. Clear, clear. On the left side. Clear, clear, clear. Minutes 2.137. Minutes 1.718.
2:1.829. Minutes 2:157. Minutes 1.519.
2, minute 1.964. Right side. On your clear, clear. Minute 2.754. Blutdruckglocke. Schreibt. Mion, Mion. Hi. Guten Morgen. Oder schon Mittag. 2 minutes 1.666. Ja, der Start war für mich nicht gut heute Morgen, hey. Wenn sie mich abgeschossen, ja, berührt haben sie, unser Auto war dann kaputt. Ich glaube, 11 Minuten Schreit. Reparaturzeit. Hast aber auch kein Glück auf Rot America. Nee. Es gibt immer wieder Idioten, weißt du. Aber so ist es, ist ja für alles gleich, weißt du. Deswegen,
werde jetzt pushen, mal gucken, was passiert. Was mit dem kaputten Auto? Die Zeiten fahren ist auch nicht schlecht. Diese Woche ist es aber sehr extrem, habe auch kein Glück. Was bei dir passiert auch, Crash? On the left side. Clear, 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 clear. Ultrakralle schreibt: Jungs, zum Glück nur eine Woche, kein Glück XD. Ich hab seit 3 Wochen kein Glück mehr. Oha. Ah, das ist nicht gut. Ja, das two. Ist nicht gut. Minute 2, 3, 8, 5. Man ist ein bisschen frustriert. Blutdruckglocke schreibt: Jedes ILMS-Rennen nur Chaos pur, mal gewinnt man A-Rating, mal verliert man A-Rating. Ultrakralle grüßt dich. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja nicht immer so. Ultrakralle schreibt: Blutdrucklocke grüßt dich, ja, ich fahre kein ILMS, ich fahre VRS Sprint. Leaders on pit road. Blutdruckglocke schreibt: Naja, hab mich diese Woche dazu entschlossen, ILMS mal wieder zu fahren, habe im Moment keine Lust auf GT3. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber mit GT3 haben wir auch angefangen, der Dave und ich. Und dann sind wir irgendwann mal umgestiegen auf Le Mans Serie, weil die GT-Autos. Unabhängig von der Irie, die wir sehen, da kommt man besser damit klar. Die sind einfach, weiß nicht, die kommen besser mit dem Auto. Ich finde, die GTE-Autos sind sowieso besser zum Fahren, weil die haben nicht so viel Hilfen, weißt du? Und das macht sie bemerkt. Aber das ist auch vielleicht auch Ansichtssache, der Geschmackssache, keine Ahnung.
2, minute 2, point 2, 1, 5. Minute 2.817. Der vor mir ist der dritte, der kommt nicht weg, und der hinter mir ist der vierte und der kommt nicht näher. Und ich mach das mit dem kaputten Auto, das ist Wahnsinn. Ärgert mich das, ey, wenn der Unfall nicht wäre. Keep coming. Oh mein Gott. Minute 1.993. Right side. Still there. Still there. Clear. Clear. Thanks.
Der dritte kommt nicht näher, hey. 2 minutes 2.249. Right side. Clear. Keep after him, brother. Get close to pit. Keep after him. One on the right side. Clear him. So ein Idiot. Das ärgert mich jetzt umso mehr mit dem Scheiß am Anfang, wo der Unfall passiert ist, ehrlich.
Leute, danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefällt, dann den Follow da lassen. Würde mich freuen. Nochmals danke fürs Zuschauen. Die Kurve nicht richtig gekriegt. So, nebenbei kämpfe ich mit dem kaputten Auto eigentlich mit dem dritten. Wahnsinn, ey. So ein Mist. Pitting here in a couple. Minute 2.016. Good job, but nice and smooth. Bring it around and pit this time. Der zweite und der dritte sind vor mir, ey. Wahnsinn. Minute 1.99.
on the left side. Clear. Thanks. Last lap. Minute 2.382. Bravo, Erwan. Scheiße, kein Sprit mehr, aber ist egal. Wir sind in der Platz. Geht nicht mehr. Ist egal. Mehr wie 17. Platz geht nicht mehr und runter kann ich auch nicht mehr, von dem her abgesehen. Nein, ich feiere das lang. Ja, schauen wir uns mal die Ergebnisse und den Crash hin. Es ärgert mich wieder. Der Crash kommt gleich am Anfang und dann war 11 Minuten Reparatur und da habe ich, wie gesagt, verloren. Das hat mich geärgert, also das sind schon Idioten. Weißt du, da startest du als letztes, dass du aus dem Crash, aus dem Chaos wegkommst und dass du ein sauberes Rennen machst und dann hauen sie dich trotzdem weg, ich verstehe es nicht. Jetzt ist gleich der Start, der Barcode noch und dann geht's los. Weißt du, ich lasse auch noch einen Abstand, weil ich gewusst habe, dass es irgendwann mal crasht. So, jetzt ist green, green, green. Und ich lasse schön Abstand, dass ich aus dem Chaos vorbei kann, weißt du. Aber wenn der Crash nicht wäre, hätte ich vorne mitkämpfen können. Das ist ja ärgerlich. Da fang es schon an. Da halte ich trotzdem Abstand, weißt du? Und jetzt kommt der größte Crash jetzt. In der zweiten Kurve sozusagen. Achtung. Da. Es ist unglaublich. In Zeitlupe nochmal. Die zwei crashen und versucht dann links vorbeizufahren. Ich versuche noch von dem Chaos noch wegzukommen, weißt du? Und dann treffen sie sich mich trotzdem irgendwie ärgerlich. Ich hätte vielleicht noch weiter. Jetzt setzt er nach hinten, setzt zurück. Ja, gut, das kann. Ja, ich hätte vielleicht noch. Ich hätte vielleicht noch weiter außen nach links fahren sollen oder übers Gras. Keine Ahnung. Naja, und somit war 11 Minuten Reparatur und ja.
trotzdem 5 Plätze gut gemacht hätte. Naja, schauen wir uns die Ergebnisse. Ja gut, minus 50 gemacht, ja klar, und Safety habe ich noch plus gemacht, das heißt, ja, ich würde sagen, wir wiederholen das heute Nachmittag nochmal. So Leute, danke fürs Zuschauen und wenn es euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, um ein Follow dazulassen. Ansonsten würde ich sagen, heute Mittag mit meinem Teamkollege Dave Racing, wer Interesse hat, kann ihn auch besuchen und ein Follow da lassen für ihn. Ansonsten würde ich mich echt freuen, wenn ihr Follow da lasst und danke fürs Zuschauen nochmal. Bis später.